Es ist 8 Uhr. Radio 1 News. Mit dem Alles Karl. Der Kanton Zürich will ab Ende Jahr Auffrischungsimpfungen anbieten. Damit bereitet sich die Zürcher Gesundheitsdirektion schon frühzeitig auf die nächste Corona-Runde vor. Allerdings hat der Bund noch nicht festgelegt, ab wann und ob überhaupt eine Auffrischung der Corona-Impfung notwendig ist. Der Kanton Zürich plant ab Ende Jahr in den Alters- und Pflegeheimen Auffrischungsimpfungen durchzuführen. Für die Impfung einer breiten Bevölkerung sollen die drei dann noch bestehenden Impfzentren mit zwei zusätzlichen Auffrischungszentren ergänzt werden in Affoltern und in Bülach. Auch Apotheken und Arztpraxen sollen die Auffrischung anbieten können. Im Hallenbad von Uster ist es am Nachmittag zu einem Brand gekommen. Sämtliche 170 Besucherinnen und Besucher, darunter auch viele Schüler, sind gegen 15.30 Uhr in Sicherheit gebracht worden. Eine Person ist wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Brandherd war in einer Garderobe im Erdgeschoss, wo ein Haartrockner in Brand geriet. Dabei ist es zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Das Hallenbad Uster wurde gegen 17 Uhr wieder freigegeben. Auf der Lemat gilt nun im ganzen Kanton Zürich ein Bade- und Bootfahrverbot. Das gleiche Verbot hatte die Stadt Zürich heute zum zweiten Mal bereits verfügt. Die große Wassermenge in der Lemat und die damit verbundene starke Strömung können lebensgefährlich sein, schreibt die Kantonspolizei Zürich. Sie hat darum für die Lemat ein Verbot für Badende, Schwimmende und für jegliches Befahren mit Schiffen, Booten oder Schwimmhilfen jeglicher Art verfügt. Das Verbot gilt ab der Stadtgrenze Zürich bis zur Kantonsgrenze bei Oetwil an der Limmat. Die Stadt Zürich will mit Weltifura Land gegen Wohnungen tauschen. Der Stadtrat plant, der Weltifura Immobilien AG Land im Industriequartier abzutreten. Im Gegenzug erhält die Stadt eine Überbauung mit 18 Wohnungen in Zürich-Altstätten. Beim städtischen Land handelt es sich um gut 2200 Quadratmeter an der Turbinenstraße im Kreis 5. Weltifura plant dort Wohnungen. Er wird verpflichtet, einen Teil von während 25 Jahren günstig in sogenannter Kostenmiete zu vermieten und dabei auch die städtischen Mietvorgaben einzuhalten betreffend Belegung und Einkommensgrenze. Der Gemeinderat muss den Tauschvertrag noch gutheißen. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von Bauhaus Schlieren und Mels. Bauhaus, der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten. Besuchen Sie bauhaus.ch. Am Abend und dann in der Nacht stark bewölkt und lokal auch sehr starker Regen. Morgen am Donnerstag meistens stark bewölkt und nass. Am Vormittag auch vereinzelte Aufhellige. Temperaturen am frühen Morgen um 14 bis 15 Grad, am Nachmittag 18 bis 19 Grad. Radio 1 Verkehr. Da hat es einen Unfall gegeben in der Asylstrasse. Die VBZ meldet darum, dass die Strecke zwischen Kunsthaus und Klusplatz für den Trambetrieb von der Linie 3 und 8 in beiden Richtungen gesperrt ist. Und dann bekanntlich fährt die Uetlibergbahn SZU nur auf einer Teilstrecke, bedient wegen der Sturmschäden am Uetliberg die Strecke zwischen Triemli und Uetliberg nicht. Und das Gleiche wegen Sturmschäden auch der Bahnverkehr auf der Linie Zürich-Oerlikon-Baden zwischen Seebach und Regensdorf unterbrochen. Dort gibt es Bahnersatzbus bis am Montag. Nonstop. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.